Ja, hallo Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Kickstart für den Commodore C64. Ein Spiel von 1984 von Mastertronic. Habe ich damals geliebt, aber ich bin nie so richtig weit gekommen. Ich bin mehr, sage ich mal, auf die Schnauze gefallen mit dieser Enduro, als ich im Ziel war. Aber trotzdem hat das Spiel hat verdammten Spaß gemacht. Und ja, deswegen würde ich sagen, spielen wir heute mal eine Runde Kickstart. Es lädt noch, aber das dürfte gleich vorbei sein. Ja, schreibt ruhig mal in die Kommentare, ob ihr das Spiel auch kennt, auch gespielt habt. Ich habe es damals allerdings zum ersten Mal nicht gespielt auf dem Commodore 64, sondern auf einem Commodore da Plus 4. Na, den hatte damals beim Amateurfunk unser Ausbilder, der hatte schon einen Commodore, auch zu der Zeiten schon einen Commodore da Plus 4, und da haben wir dann auch mal nach der Ausbildung konnten wir dann mal ein bisschen Kickstart spielen. Später auf mein 67 habe ich es natürlich dann auch erworben auf dem Schulhof. So. Wenn es nochmal losgehen würde. Ja, die Ladezeiten. Aber das bisschen Geduld muss man haben. Das ist nun mal so. Na, hat uns damals eigentlich, muss ich sagen, hat mich jetzt nie so gestört. So, Freunde, und jetzt geht's los. Wir schauen mal rein ins Spiel. Und ihr hört schon eine sehr schöne Musik. Und dann wollen wir doch mal sehen, wie weit wir kommen, ob wir das Motorradfahren noch so können. Ihr wisst ja, Rennspiele, so lala bei mir. Aber ich gebe alles. Hat damals riesen Spaß gemacht und macht diesmal auch. So, jetzt machen wir bei F1. Achso, da kommen wir die Option. Wir nehmen natürlich einen Player. Kurs. Was ist unser 5? Highscore. Und da machen wir F7. Und da starten wir mal. Ja, gut. Das war jetzt ja. Ach ey, das ist doch scheiße, ist das doch. Ja, wir werden schon noch ein bisschen. Ich muss erst mal warm werden wieder. Ah, Gott, oh Gott. Erzählt das bloß nie weiter, dass ich mich so doof anstelle. Und jetzt wisst ihr, was ich meine, denn das ist mir damals auch immer passiert.
Was nur Sprit alle? Leck mich doch! Da muss ich da nur springen oder was? Ja, ich weiß, das ist ja. Ja, es ist so ein schönes Spiel, aber ich bin einfach zu doof dazu. Es tut mir wirklich leid, was ich euch hier zumute, aber das ist krank. Es ist da. Das. Wenn mir das mal einer erklären würde, wie das hier, also ich weiß es nicht. Warum ich da nur runterfalle, weiß ich nicht. Ich wollte doch springen! Warum macht das blöde Mistvieh das nicht? Ach, das ist so Kacke ist das doch hier! Ja, zumindest seht ihr mal, wie das Spiel so aussieht. Ihr wisst natürlich, wie ihr es nicht spielen sollt jetzt. Also. Und das, genau das ist das, was ich damals schon gehasst habe. Ach, ist da kötzig hier. Motorrad ohne uns weiter hier vorne. Das ist ein Dreck, ey. Das ist ein Dreck, ist das. Dann versuchen wir es nochmal. Na los. Wir versuchen es nochmal. Bisschen besser schon, aber so richtig. Hier komme ich da nicht drüber. Das macht doch keinen Spaß, ey. Mann, baue ja bloß einen Unfall nach anderen. Irgendwie sinnlos. Ah, oh, da lief doch schon mal so gut und dann mache ich wieder sowas. Aber der fliegt immer so schön, der fliegt immer so schön.
Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Sind wir schon mal weit gekommen? Das erste Stück ist schon mal gemeistert. Na dann. Bei Mr. Chip bleibe ich immer hängen. Vielleicht nach unten, ich will es auch nicht hier. Kann mir mal einer erzählen, wie ich da, warum ich da runterfalle? Ich dachte, es wäre eine Fläche. Tja, Leute, ich glaube, das sollte reichen. Ich komme sowieso nicht weiter. Schreibt mir in die Kommentare, wie man dieses Motorrad richtig steuert. Vielleicht habt ihr es mal durchgespielt. Vielleicht seid ihr genauso überzeugt wie ich, obwohl ich das nicht glaube. Aber schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, damit ihr auch in Zukunft nichts von den neuen Let's Plays hier verpasst auf meinem Kanal. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe doch, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play auf dem Commodore 64. Macht's gut, Freunde. Ciao.